Hallo, hier ist der Tesla-Tom und was soll ich sagen, das Loch muss weg. Wie ihr ja wisst, habe ich an meinem 2019er Model 3 eine Anhängerkupplung nachrüsten lassen und das Resultat war eben halt dieses Loch. Das ganze Spritzwasser, was da reinkommt, das konnte ich nicht ertragen, da musste was passieren. Also habe ich meinem 3D-Drucker gesagt, da müssen wir was tun. Ja, im CAD-System dann eine Platte konstruiert mit dieser Form. Da der 3D-Drucker aber nicht die gesamte Breite erfassen konnte, musste ich da einen Trick anwenden und das entsprechend halbieren mit entsprechenden Zwischenelementen. Und wie das jetzt vonstatten geht, das seht ihr da im Hintergrund. Hier sieht man noch diese Verriegelungshaken, hier die Gegenseite. Sieht es dann halt so aus. Die Platte im Zusammenbau, ein bisschen zusammengeklebt natürlich, die Verriegelungshaken oder Winkel und da der Prototyp unterm Auto. Zum Abschluss jetzt noch ein Live-Video, wie wir jetzt das gedruckte Bauteil wirklich unter das Auto kriegen und wie man das da festmacht. Dazu brauchen wir dann lediglich eine 2-Euro-Münze und das Bauteil selbst. Aber seht selbst. So sieht jetzt die montierte Version aus. Und abgemacht wird es dann, indem man mit der 2-Euro-Münze die Verriegelungshaken einfach zur Seite dreht. So, da gibt es auch entsprechende Markierungen. Es geht immer nur in eine Richtung. So. So, und da ist es runter. Hier ist es nochmal. Jetzt können wir nochmal da reingucken, ob man was sehen kann. Das ist jetzt die andere Frage, ist natürlich hier sehr dunkel darunter. Aber naja, das ist halt das große Loch. So. Und ja, das da dran schrauben. Hat sich gezeigt, dass es am günstigsten ist, die erste Verriegelung hier auszufahren, dass die also da im Prinzip schon nach außen zeigt. Dann kann man das schön unter die Kunststoffverkleidung dann runterziehen. Aber ich habe es jetzt genau falsch rum gemacht. Einmal so. Und kann man das hier einklicken. Bei den anderen Sachen hochhalten. Und dann die Verriegelung entsprechend den Punkt in die senkrechte Richtung fahren. So. Zack. Ja. So, alles in Ordnung. Und dran ist das Ding, also total einfach. Aber hilft, glaube ich, ungemein, den Spritzwassereinfluss in dieses Riesenloch zu verhindern. Ja, ich bin da total mit glücklich. Ich hoffe, es hat euch die eine oder andere Idee gebracht. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das gerne unter das Video packen. Ansonsten sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Tesla Tom. Always have a free charger und vergesst natürlich nicht, das Glöckchen zu drücken und zu abonnieren und einen Daumen hoch zu geben. Wie immer. Ihr wisst, wie das funktioniert. Bis dann. Tschüss.